Gestern Abend um kurz vor Mitternacht meldete ein Zeuge eine Rauchentwicklung hier aus diesem Flachdachgebäude, das wir hier hinter uns sehen, auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes in der Neuenhäuser Straße hier in Celle. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehrkräfte stand dieses Gebäude auch dann in Vollbrand. Im Zuge der Löscharbeiten haben die Einsatzkräfte dann eine leblose Person in diesem Gebäude aufgefunden. Auch bislang wissen wir noch nicht, um wen es sich bei dieser leblosen Person handelt. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen haben die Kollegen dann 4 Jugendliche hier im Nahbereich vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die Ermittlungen und auch die Spurensuche dauern zurzeit noch an, sodass wir auch im Moment aus ermittlungstaktischen Gründen noch nichts weiter zur Sache sagen können.